Das WB-Gespräch von Willisauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der Gut AG Gebäudetechnik. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom WB-Gespräch im aktuellen Monatsinterview von Willisauer Bott. 34 Jahre lang hat die Dienststelle für Volksschulbildung vom Kanton Luzern geleitet. Eine lange Zeit, wo sich im Schulwesen sehr viel verändert hat. Ende Jahr geht er in Pension. Heute ist er mein Gast. Herzlich willkommen, Charles Besson. Merci. 1986 haben Sie Ihr Amt angetreten. Damals noch hat es Erziehungsdepartement geheissen. Was ist zu dieser Zeit diskutiert worden in der Schule? Was sind die grossen Themen, die man kontrovers debattiert hat? Ja, ganz zu Beginn denke ich auch, wie jetzt am Schluss auch wieder um Lehrplanfragen gegangen. Man hat hier noch Stoffverteilungspläne gehabt. Also man hat eigentlich kein Ziel, sondern nur Stoff festgelegt. Und dann, so in den 80er Jahren, ist wirklich die Frage gekommen, gibt es nicht neue Lehrpläne, muss nicht neue Lehrpläne geben, die halt nicht nur Stoff festlegen, Inhalt festlegen, sondern auch Ziel festlegen, die Schülerinnen und Schüler erreichen müssen. Das war sogar Mitte 80er Jahre die grosse Diskussion gewesen. Das zweite Thema, das ich gerade am Anfang angetroffen habe, ist auch mit Inhalt verbunden, nämlich Frühfranzösisch, wie es damals noch geheissen hat. Selmer in der Primarschule eine erste Fremdsprache einführen. Selmer das mit Französisch machen. Das war dort etwas sehr emotional Bewegendes gewesen. Und so eine dritte Thematik auf einem ganz anderen Level war der schulfreie Samstag gewesen. Und alle drei sind kontrovers diskutiert worden und alle drei haben sich in der Zwischenzeit etabliert. Wir kommen vielleicht von einem oder anderen zurück. Schauen wir noch einmal zurück. Der erste Chef als Regierungsrat war Walter Gut, inzwischen verstorben. Dann Brigitte Mürner, Uli Fessler, Toni Schweingruber, Reto Weiss und aktuell der Marcel Schwärzme. Also sechs Regierungsräte in dieser Zeit. Aber Hand aufs Herz, der heimliche Chef sind doch Sie in diesen Jahren. Ja, das hat es immer jemand geheissen, das habe ich auch jemand gehört. Aber in der Realität war es natürlich anders gewesen. Die verschiedenen Positionen hatten auch verschiedene Funktionen. Der Bildungsdirektor, die Bildungsdirektorin war natürlich zuständig für die strategisch-politische Führung und natürlich in der, sage ich mal, operativen Führung, in der inhaltlichen Geschäfte. Das ist klar, das ist auch erwartet worden von mir. Muss ich wissen, was sind pädagogische Ziele, was sind pädagogische Ideen, die man in den nächsten Jahren erfüllen muss. Also wir haben hier, glaube ich, immer eine gute Aufgabenteilung gehabt. Aber es ist natürlich so, dass manchmal die Politik in die Pädagogik gerettet hat, in meine Schwerpunkte. Und umgekehrt haben wir vielleicht auch mal müssen sagen, da muss die Politik vielleicht auch mal einen Schritt machen, um pädagogisch wertvolle Ideen können zu realisieren. Aber ich glaube, die Aufgabenteilung war eigentlich immer klar gewesen. Sie ist noch etwas klarer geworden in den 90er Jahren, in den 0er Jahren, wo dann das sogenannte projektwirkungsorientierte Verwaltung gegriffen hat, wo man gesagt hat, die Politik ist für die übergeordnete Ebene zuständig und für die Verwaltungsführung ist es eigentlich die Verwaltung mit den Dienststellenleitenden. Ich glaube, das hat noch eine Erklärung gebracht. Am Anfang war das vielleicht noch nicht ganz so deutlich auseinanderzuhalten. Mit der Zeit ist das eigentlich immer klar geworden. Sie erwähnen ein Spannungsfeld mit der Politik. Man hat auch viel auch das Wort Bildungsbürokrat, Schreibtischtäter und so gehört, die von der Praxis gar keine Ahnung haben. Wie sind Sie mit dieser Kritik umgegangen? Ja, das konnte ich mindestens zu Teilen nachvollziehen. Aber ich konnte dem auch entgegnen, ich habe auch unterrichtet. Ich habe ja zuerst den Sekundarlehrer gemacht, den Zürcher Sekundarlehrer und den Luzerner. Noch zwei Prüfungen gehabt, weil hier noch der Kantönligeist ein bisschen stärker, noch stärker war. Und ich habe an grossen Orten, nämlich in der Stadt Zürich, unterrichtet, aber auch an kleinen Orten, nämlich in Lauteren. Und von dort her konnte ich dann immer jemanden entgegnen. Ich war auch in der Schulstube, ich war auch in der Praxis und ich weiss, dass Praxis ohne Theorie folgenlos ist und umgekehrt natürlich Theorie
ohne das Praxisgeschützte bringt es auch nicht. Und das habe ich in den Leuten bei diesen grossen Vorhaben, auch bei ganz kleinen Sachen, eigentlich immer wieder können, gut überbringen. Sie haben gerade, also Sie, gemeinsam ein Projekt abgeschlossen, das sehr lang, nämlich 15 Jahre lang, geschaffen worden ist, an Schulen mit Zukunft. Kurz zusammengefasst, was sind die Schwerpunkte von diesem Projekt? Also ganz im Zentrum war der Unterricht gewesen. Wir haben das Ziel 3 gehabt, es waren 5 Ziele insgesamt, und das 3, das schön in der Mitte eingebettete, hat geheissen, Umgang mit Heterogenität fördern. Wir haben natürlich festgestellt, in den 90er Jahren schon, in den 0er Jahren noch stärker, dass die Schulklassen einfach nicht mehr alle Schüler, alle Schülerinnen gleich sind. Die kommen von ganz unterschiedlichen Elternhäusern, haben ganz unterschiedliche Sprachen, je nach Region natürlich. Und darum haben wir gesagt, wir müssen den Unterricht ins Zentrum nehmen. Und das haben wir gemacht. Wir haben ein Angebot gemacht für die Schulen. Projekt Lehren und Lernen, dass die Lehrpersonen mit dieser Heterogenität gut oder noch besser können umgehen. Daneben hat es so Themen gehabt, die unterstützend gewirkt haben, wie im Ziel 1 der Lehrplan 21, wo wir auch jetzt gerade dann fertig eingeführt haben, oder im Ziel 5 die Tagesstrukturen, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Da hat die Schule natürlich reagiert auf die Anforderungen der Gesellschaft, wenn die Hälfte von der, oder mehr als die Hälfte sogar von der Mütter berufstätig sind, mindestens teilzeitlich berufstätig sind, muss die Schule halt auch entsprechende Angebote machen. Aber im Zentrum des Ganzen ist eigentlich der Unterricht gestanden, soll auch der Unterricht stehen, auch in Zukunft, weil dort ist eigentlich das, was die Schule hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich muss vermitteln. Ein kleines Reizwort in diesem Projekt ist die sogenannte integrative Förderung. Da hat es auch Kritik gehabt, zum Beispiel, dass dann die besseren oder die leistungsstärkeren Schüler zu kurz kommen. Was entgegnet Sie diesen Kritiken? Ja, einerseits kann man sagen, dass die integrative Förderung, wie wir sie jetzt im Kanton Luzern eingeführt haben, eigentlich angekommen ist. Natürlich gibt es immer wieder Fragen, soll man vielleicht die verhaltensschwierigen Lernenden nicht ein bisschen mehr ausklammern, ein bisschen separieren. Aber insgesamt dürfen wir sagen, dass unsere Schulen eigentlich mit dem Thema Integration sehr gut umgehen. Wir haben vor kurzem im November die Statistik bekommen, Bundesamt für Statistik, und der Kanton Luzern hat eine Quote von Sonderschülern von 3,4%. Das ist 1,4% tiefer als der schweizerische Durchschnitt. Das zeigt also, die Schulen können mit dieser Heterogenität, können mit dieser Integration eigentlich gut umgehen. Wir sind aber auch nicht so einseitig orientiert und sagen, es gibt nur noch die Integration. Wir sind der Meinung, es braucht gerade im Grenzbereich bei den schwierigen Schülerinnen und Schülern braucht es halt auch mal separative Massnahmen. Das sind dann halt eigentliche Sonderschulmassnahmen. Aber insgesamt glaube ich, ist der richtige Weg. Ich bin weiterhin überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist, weil so das frühere Streben nach Homogenität in der Klasse, das ist vorbei. Ehrlich, man kann nur noch mit den Lernenden arbeiten, wenn die Klassen kleiner sind als noch zu Beginn im 86. Muss die einzelnen Lernenden nehmen, und die sind halt unterschiedlich. Und glaube ich, das ist die Stärke, die die Volksschule hat, die die Volksschule selbst halten. Jeder Schüler nehmen, wie er ist, und jeder versuchen zu fördern, wie er ist oder wo er ist und wo er hin muss. Sie sind ganz am Anfang früh Französisch erwähnt, wo ja das Thema war. Inzwischen ist das frühe Englisch dazugekommen. Quintessenz, die Schüler können nicht mehr Deutsch, könnte man etwas sagen. Stimmt das? Das ist auch so eines von diesen, sag jetzt mal, immer wiederkehrenden Worten, von diesen Aussagen, wo natürlich nicht stimmt. Wir machen ja auch Tests, beispielsweise am Ende von der SEC, die Stellwerktest, und da sieht man, dass Kanton Luzern oder auch Deutschschweizerisch eigentlich die Werte immer vergleichbar gut sind. Aber es ist natürlich so, dass ein Teil der Lernenden, aber es war ja auch früher schon so, dass ein Teil der Lernenden, vor allem die, die vielleicht spät in die Schweiz kommen, dass die in der deutschen Sprache weniger gut sind oder nicht dort sind, wo sie müssten sein.
Und für das gibt es auch Zusatzangebote, gerade für die speziell, beispielsweise im Zentrum für Brückenangebote, die halt noch ein Jahr Deutschunterricht, bevor sie Berufsbildung können, muss besucht werden. Aber insgesamt das Beklagen, sie können immer weniger, würde ich auf jeden Fall nicht bejahen. Sie können mehr, würde ich jetzt behaupten. Sie haben neben der Muttersprache, neben der Mathe, neu auch höhere Kompetenzen im digitalen Bereich. Das war vor 20 Jahren noch gar kein Thema. Und jetzt sind die Schülerinnen und Schüler natürlich digital recht fit. Und es ist auch natürlich eine neue Aufgabe, neben Französisch, neben Englisch, neben Ethik und Religionen, eine neue Aufgabe, die halt jetzt unsere Volksschule, halt auch schon Primarschule, muss Basis legen und die Schülerinnen und Schüler auch zu einem vernünftigen Umgang, nicht nur zum Gebrauch, das passiert meistens von selber, aber zu einem vernünftigen Umgang mit diesen Medien, mit diesen digitalen Mitteln anleiten. Wechseln wir die Perspektiven ein bisschen zu den Lehrern, Lehrpersonen. Das heisst zwar heute nicht mehr ein Erziehungsdepartement, sondern ein Bildungsdepartement, aber die Lehrpersonen sind heute mehr denn je mit Erziehungsaufgaben auch, konfrontiert. Sind Sie dabei nicht zunehmend überfordert? Wenn sie allein wären, ja. Aber es gibt natürlich auch jetzt Unterstützung. Der Namenswechsel, das ist auch natürlich ein Bonbon, das immer jemand kommt. Solange dass man gebildet hat, hat man das Erziehungsdepartement geheissen. Und jetzt ist es umgekehrt. Es ist natürlich nicht so. Es ist nicht schwarz-weiß, aber es ist natürlich so, dass die Schule in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich vermehrt Sozialisierungsaufgabe übernommen hat. Also die Aufgabe übernommen hat, Kinder halt auch in die Gesellschaft, in Gruppen, in die Umgebung einzuführen. Das war früher vielleicht ein bisschen weniger der Fall gewesen, weil die Gruppen, die Quartiere, die Dörfer noch ein bisschen homogener, noch ein bisschen kompakter waren. Da hat die Schule sicher mehr Aufgaben übernommen. Wir haben aber dem Rechnung getragen durch auch neue Angebote in der Schule, beispielsweise im Zusammenhang mit der Heterogenität, integrative Förderung. Besonders natürlich mit der Schulsozialarbeit, die praktisch alle Schulen jetzt haben im Kanton Luzern. Teilweise selbst schon im Kindergarten schon erste Einsätze sind. Wir haben andere Aspekte ausgebaut in den Klassen, wenn es nötig ist, Klassenassistenzen eingesetzt. Aber es ist eine Tatsache, der schulische Auftrag ist sicher immer mehr als Bildung gewesen, aber gerade in den letzten Jahren ist natürlich und das sind so die anderen beiden Aufgaben, Integration und Sozialisation, sind bedeutend worden. Das ist richtig. Ein anderer Player, wenn ich so sage, in diesem Schulbereich sind auch die Eltern. Da hört man auch so Klagen von Lehrern, ja, mit den Kindern ging es schon. Ich habe mehr Mühe mit den Eltern oder mehr Arbeit mit den Eltern. Wie erleben Sie das? Wie hat sich das verändert die letzten Jahre? Es ist wie bei den Kindern heterogener geworden. Ich sage jetzt mal, 70er, 80er Jahre zu Beginn sind die Eltern nicht ein grosses Thema gewesen. Das ist ja so. Man hat Kinder in die Schule geschickt, die Eltern waren froh gewesen, wenn sie vielleicht einmal im Rahmen des Übertritts erfahren, über gewisse Modalitäten informiert worden sind. Mit der Zeit hat sich natürlich das geändert, und zwar in zweifacher Hinsicht. Wir haben in der Mitte immer noch einen grossen Teil von Eltern, wo, glaube ich, die Schule und die Eltern sehr gut zusammenarbeiten. Und wir haben in beiden Polen ein bisschen Polarisierungen. Einerseits Eltern, die sich halt nicht mehr um Kind kümmern, die irgendwann schon gleich vielleicht Primarschule da nicht mehr an Elternübung, nicht mehr an Besprechungen teilnehmen. Das sind die, die der Schule Mühe bereitet, weil die Schule kann nicht alles selber machen. Und wir haben auf der anderen Ebene, im anderen Level, Eltern, die quasi dauernd ums Kind herum sind, die quasi das Kind auch noch im Unterricht wollen, dauernd bei der Hand haben und begleiten. Und das sind ein bisschen Phänomene, die in den letzten Jahren natürlich zugenommen haben, wo die Schule natürlich vor neue Herausforderungen stellt. Unten dran ist es vielleicht sogar einfacher. Man kann Massnahmen ergreifen, um Kinder zu unterstützen, die vielleicht in der Familie zu wenig unterstützt werden. Oben dran, wenn die Kinder einfach wirklich rundum und noch mehr umsorgt werden, muss man halt einmal Grenzen ziehen. Da müssen wir
Schulleitungen und manchmal im Einzelfall sogar mir einmal sagen, jetzt müsst ihr den Unterricht verlassen. Man kann nicht jederzeit das Kind, das Mädchen, den Bub im Unterricht begleiten. Es gehört auch dazu, zu dem Sozialisierungsprozess, dass halt auch eine Ablösung stattfindet. Aber es ist ja so, die Palette ist breiter geworden und das macht sicher in den Schulen zusätzlich Probleme. Eine weitere Stufe, vielleicht noch ganz kurz, das Homeschooling ist ja so eine Entwicklung, die auch langsam kommt, dass man die Kinder daheim unterrichtet. Wie stehen Sie zu dieser Form von Schulunterricht? Also grundsätzlich würde ich mal sagen, unser Ziel muss sein, ist auch meins gewesen, ist auch das von der zuständigen Behörde gewesen in den letzten Jahren, eine gute, eine innovative Volksschule für alle zu haben. Ich denke, in Ländern, wo man von diesem Prinzip weggegangen ist, hat das Schulwesen relativ schnell gelitten. Das sieht man in Ländern, die in letzter Zeit in den Medien waren. Die USA ist bekannt, die haben die besten Schulen der Welt, aber auch die schlechtesten. Ein Land, das so eine Entwicklung gemacht hat, ist Schweden. Zu Beginn der Leistungsmessung, die man hier jetzt europäisch alle 2-3 Jahre macht, fast an der Spitze. Man hat nachher aufgetan und gesagt, ihr könnt privat das machen. Jetzt sind sie etwa noch auf Rang 36 Kinder gereicht worden. Also, darum natürlich das Bekenntnis. Ich glaube, so eine gute Volksschule muss ein Ziel sein von uns allen, von der Politik natürlich, die auch die Mittel muss liefern muss. Und dass im Einzelfall unsere Volksschule in einem Kind, in einer Familie nicht gerecht werden kann, das müssen wir auch akzeptieren. Aber wenn man Zahlen anschaut, im Kanton Luzern, wir haben 1,5% Privatschulbesuch und etwa 2 Promille, die Privatunterricht, also Homeschooling haben. Ich würde sagen, das sind Zahlen, die man leben damit. Und auch wegen dem, was ich vorhin gesagt habe, Familien werden unterschiedlicher, Philosophien, wie Kinder gezogen werden, unterschiedlicher. Da mag es ein paar geben, die halt sagen, wir wollen unsere Kinder heimschulen. Es geht vielleicht gleich etwas verloren. Wir verlangen das auch bei Bewilligungen. Sie müssen gleich den sozialen Kontakt in Gruppen haben. Weil es kann ja nicht sein, dass dann sich eine Familie abschottet, die Kinder nicht mit anderen in Kontakt kommen. Was immer auch das Abschotten ist, das kann ein religiöses, politischer, was immer auch für Gründe sein. Wir wollen einfach gleich, dass das Kind irgendwo in einem Verein, in einem Club oder wenigstens in der Musikschule mitmacht, wo sie andere treffen. Das, denke ich, ist einfach noch die weitere Aufgabe der Schule. Also neben Bilden eben auch Erziehen und Sozialisieren. Ich sehe, wir könnten stundenlang über die Schule reden. Alle sind ja hier ein bisschen Experten. Zum Schluss noch eine private Frage. Sie stehen jetzt kurz vor der Pensionierung. Haben Sie Pläne? Sieht man Sie vielleicht auch vermehrt wieder in Ihrem Heimatdorf Schütz? Ja, natürlich, Bildung lasse ich nicht ganz los. Ich habe rechtzeitig vorgesorgt, beziehungsweise die Frau. Wir haben seit einem halben Jahr einen jungen Hund und der muss jetzt erzogen werden. Man hat immer den Eindruck, es sei der Schlimmste, den wir da haben seit Jahren. Nein, das ist jetzt etwas. Also ich gehe sicher in die Hundeschule. Das ist eine schwierige Aufgabe bei so einem schwierigen jungen Hund. Aber Bildung bleibt sicher sonst noch ein bisschen. Ich bin noch in der Region Präsident von 2 Vereinen. Einerseits, wo näher bei der Bildung ist, mit dem Naturlehrgebiet Etiswil, wo wir jetzt auch gerade Vorhaben haben, dass wir noch ein bisschen mehr Schüler, noch ein bisschen mehr Gruppen, Klassen können ins Gebiet holen, werden wir dort etwas Neues machen in den nächsten 2 Jahren. Also einen Neubau realisieren mit Schule, mit Ausstellungsräumen. Und bin natürlich im Heimatdorf selber, in Schütz, Präsident seit 3-4 Jahren vom Museum Rohmülli, wo wir jetzt auch gerade ein bisschen geöffnet haben für Schulklassen. Wir haben eine Homepage gemacht, Unterrichtseinheiten bei entdeckelu.ch, damit eben auch jüngere, kleine Lernende, Primarlernende mit Gegenständen schon in Berührung kommen, die vielleicht die Eltern, sicher aber Großeltern noch haben. Und das sind so 2 Aufgaben, die ich sicher noch weiterführen möchte, also in der Region. Und es gibt sicher das eine oder andere im Bildungsbereich oder auch außerhalb, wo mich sicher noch reizt zu machen. Da wünsche mir alles Gute im neuen Lebensabschnitt. Danke vielmals, sind Sie da gewesen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist es gewesen, das letzte WB-Gespräch von diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen den speziellen Umständen zum Trotz friedliche, erholsame Weihnachtstage. Machen Sie das Beste daraus
Und ich freue mich, wenn Sie auch im nächsten Jahr wieder zuschaltet beim nächsten WB-Gespräch Ende Januar. Auf Wiedersehen. Das WB-Gespräch von Willisauer Boot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der GUT AG Gebäudetechnik.